So, das Problem bei diesem DVD-CD-Spieler ist, dass das Teil keine DVDs und keine CDs mehr erkennt. Mach den gleich mal auf. Ist auch nicht normal. Zeigt also oben, aber reagiert noch nicht mal darauf. Dann mache ich mal eben aus und nochmal an. Also ganz übel. So, CD ist drin. Kriege ich bloß nicht raus im Moment. Ah, warte, da oben. Doch, da ist die CD. Okay, die ist vollkommen in Ordnung. Ich habe auch schon mehrere probiert, die gehen auch nicht. So. Ja, es hat Lot, aber da passiert nichts. Passiert hier gar nichts. Bisschen unscharf das Bild, das liegt aber in dem Handy. Das ist ein Problem, dass da manchmal zu nah gekommen ist und geht dann wieder zurück. Das Teil unscharf ist. Ist ja gar, man sieht ja, dass das lädt überhaupt nicht hier. Und ich mache das erstmal auf, das Teil. Okay, jetzt habe ich das Teil aufgeschraubt und sehe dann, dass das eigentliche Laufwerk nochmal verschraubt ist. Irgendwie ist das immer noch unscharf, ein bisschen in der Kamera. Ja, keine Ahnung, was das Problem ist. Warum ist das unscharf? Vielleicht die Optik nicht mehr ganz in Ordnung hier. Ein bisschen wischen. Mal gucken. Nee. Ach, jetzt geht's. Jetzt wird's schärfer. Okay, dann will ich das mal auch noch aufschrauben müssen. Und da Gott sei Dank nur vier Schrauben. In dem Gehäuse waren weitaus mehr. 2, 4, 6, 8 Schrauben. Den Deckel abmachen. Da ist eine Schraube gefallen. Okay, da ist sie ja. So. Da ist der Deckel ab. Und jetzt muss ich gucken, dass die CD da rauskommt. So, CD ist draußen und da ist die Laseroptik. Genau hier. Und erfahrungsgemäß kann es sein, obwohl man das nicht als sauber und unsauber erkennt, dass die Optik verschmutzt ist. Nehme ich mal ein bisschen hier von dem Spray und ja, die bewegt sich natürlich, diese Optik. Die ist ja ganz leicht gelagert in verschiedene Richtungen. Drehbar, beweglich zumindest. Drehbar eigentlich nicht. Ich würde mir ein bisschen mehr nehmen. Und so, und dann noch mit einem trockenen Wattestäbchen hinterher. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Es hat schon diverse Laufwerke gegeben,
Die liefen danach wieder. Ob das hier der Fall ist, wird sich gleich rausstellen. Also sauber geht nicht mehr. Jetzt muss ich bloß den Stecker wieder einstecken. Ne, der ist noch drin. So. Dann wollen wir mal gucken. Aber das ist natürlich ein Problem, weil wenn ich die so reinlege, hat die keinen Gegendruck, weil der Deckel fehlt. Kann man natürlich ausprobieren, ob sich da schon was tut oder ob man den Deckel drauf machen muss. Mal einschalten. Naja, der macht das Geräusch, weil der keinen Gegendruck hat. Ich habe das Gefühl, das geht auch nicht. Nee. Creme fraiche auf der Pizza. Creme fraiche auf der Pizza. Tja, das Gerät hat ein anderes Problem. Wie stinkt das? Das ist wahrscheinlich im Aschenbecher. Also. Ja, es geht nicht. Schade. Aber es geht nicht. Schinken, Bohnen, Speck. Drehzahl müsste auch so stimmen, ohne Andruck. Das kann man dann mal machen. Und ein paar Kontakten. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendwo hier Wackelkontakte sind. Die Seite kann man ja getrost anfassen. Das ist die Niederspannungsseite. Während hier, jetzt fängt er an zu rödeln wieder. Während hier das Netzteil ist, da sollte man seine Finger natürlich von lassen. Am Schaltnetzteil. Dieses Teil hier. Ja, da bin ich leider ratlos. Ich kann auch mal eine selbstgebrannte nehmen, aber ich denke mal, das nutzt auch nichts. Mal ausschalten. Na, mit einer Hand was öffnen ist schlecht, aber okay, geht. Ich denke mal, das hat andere Gründe, die ich jetzt nicht finden kann. Na? Jetzt auf zu drehen sogar. Was ist denn, wenn ich den Deckel da drauf mache? Aber das nützt auch nichts. Wie war das denn jetzt hier? Na? Passt nicht, muss ich beide Hände haben. Siehe da. Jetzt geht's wieder. Aha. Dann lag das vermutlich an dem Andruck jetzt, dass seit der Reinigung nicht funktioniert hat, weil der Andruck nicht in Ordnung war. Der Andruck und die Anregung. Ja. Jetzt natürlich wieder unscharf hier. Ja. Aber ist ja egal, man sieht, dass da was tut. Trotzdem sieht das blöd aus, wenn es unscharf ist. Ich mache mal, stopp noch mal die Aufnahme. Noch mal neu. Ja, das sieht da ganz gut aus. Dann lag das doch in der Optik. Wenn ich das so richtig sehe. Ja, was ist los? Ja, und selber. War die nicht richtig drin? Ein komisches Zeichen steht da jetzt. Ach so, ne, Quatsch, das ist das C.
Hm? Was hat er jetzt? Was ist, nicht mehr. Was hat er denn jetzt für Probleme? Schmeißt immer die CD wieder raus. Fährt der Andruck wieder. Ich habe mal drauf gehalten, dann zumindest dreht es sich wieder. Ja. Jetzt geht's. Spielt. Also man merke sich, wenn ein CD-Laufwerk nicht mehr funktioniert, dann reinige man einfach die Optik. Und dann tut es das in den meisten Fällen. Okay, das war's dann zu dem Thema. Tschüss.